Heute überlegen wir mal, was 7 plus 6 ist. Drück doch mal auf die Pause-Taste und versuche das alleine herauszubekommen. Ich vermute mal, du hast schon eine Idee, oder? Jetzt machen wir es gemeinsam. Du kannst dir zum Beispiel 7 Gegenstände plus 6 weitere Gegenstände vorstellen. Wie viele Gegenstände wären das zusammen? Wie wäre es zum Beispiel mit 7 Tomaten? Eine Tomate, 2 Tomaten, 3 Tomaten, 4 Tomaten, 5, 6 und 7. Dazu kommen jetzt 6 weitere Früchte. Ich mag Blaubeeren. Also, eine Blaubeere, 2, 3, 4, 5 und 6. 6 Blaubeeren. Wie viele Früchte sind das zusammen? Na, ich habe mit 7 angefangen. Das sind 7. Wenn ich dann weiterzähle, kommen hier 8, 9, 10, 11, 12 und 13. Zusammen haben wir also 13 Früchte. Yay, 13 leckere Früchte. Kennst du einen anderen Weg, der uns zu diesem Ergebnis führt? Wir könnten eine Zahlenlinie benutzen. Ich male hier mal eine Zahlenlinie hin. Also einfach hier so. Ach, warte mal. Ich nehme lieber ein schönes Sonnengelb. Also, hier habe ich jetzt einfach mal so eine Zahlenlinie aufgemalt. Ich fange die Zahlenlinie bei 7 an, denn wir haben ja schon 7 Tomaten. Dann füge ich 6 weitere Zahlen hinzu. Wir sehen also hier 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also nach 7 kommen 8, 9, 10, 11, 12, 13. Du könntest hier natürlich noch mehr hinzufügen, aber für 7 plus 6 reicht das schon. Du fängst bei 7 an, dann hüpfst du auf der Zahlenlinie 6 mal nach rechts. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und hurra, dann kommst du bei 13 an. 7 plus 6 ist gleich 13. Wie könnte man es noch rechnen? Du kannst die Zahlen zerlegen. Du fängst bei 7 an und zerlegst die 6 in 3 plus 3. 7 plus die erste 3 ist 10 und 10 plus die zweite 3 ist gleich 13. Jetzt gehen wir der Sache wirklich auf den Grund, was 13 bedeutet. Die Zahl 13 hat links eine 1. Diese 1 hier steht in der Zehnerstelle. Sie steht also für eine 10. Hier eine 10. Dann steht rechts eine 3 bei der 13. Diese 3 steht für 3 Einer. Hier kannst du schön sehen, dass es sich um eine Gruppe von 10 Früchten handelt. Als ich 3 zu den 7 hinzufügte, habe ich eine Zehnergruppe von Früchten erhalten. Es haben 3 gefehlt, um 10 zu erhalten. Wir haben also bis 10 ergänzt. Und dann sind noch 3 Einer übrig. Wenn du 7 plus 6 addierst, ergänzt du mit 3 auf eine Zehnergruppe. Und dann hast du noch 3 Einer zusätzlich. Das hier sind diese 3 Einer. 7 plus 6 ist das gleiche wie 10 plus 3. 10 plus 3. Und das ist natürlich, na Logo, 13. Noch einmal, 13 ist eine 10 plus 3 Einer. Immer wieder 13, egal welchen Weg du nimmst.